Also ich finde es schon krass, von wo wir kommen und wo wir jetzt sind. Also wir haben schon ganz viele Business-Termine auch hier vor Ort gehabt, ganz viele Rundgänge auch mit privaten Personen aus aller Herren Länder. Heute kommen Politiker her von der FDP. Und ist schon ein schönes Gefühl, dass sich die Politiker jetzt auch für genau das hier interessieren, weil das ist mehr als nur ein Projekt, das ist ein Vorzeigeprojekt jetzt auch für die Politiker, weil die es in der Zeitung gelesen haben. Und das macht mich schon stolz, dass die das jetzt auch mal hautnah sehen wollen, dass die in der Schweiz solch eine Anlage haben. Wir werden uns später darum kümmern, dass wir einen super Rundgang für die gestalten. Wir haben ein Buffet ready gemacht, ein bisschen was zu trinken ready gemacht, werden denen unsere Pläne natürlich nochmals zeigen. Und dann planen wir auch eventuell zusammen sehr viele interessante Dinge. Und mehr dazu natürlich später. Aber heute ist natürlich ein sehr, sehr schöner Tag. Wir sind ein Jahr alt, was die Pflanzen angeht. 3 Jahre alt, was die Gründung angeht. Und heute feiern wir es mit den Politikern. Also, Chapeau. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Wir wollen eben wirklich ein bisschen rausspüren, was sind auch eure Bedürfnisse als Unternehmen, was wünscht ihr euch vielleicht auch von der Lokalpolitik und wir von den Jungfreisinnigen, das ist die Jungpartei von der FDP, wir setzen uns stark für eine Cannabis-Legalisierung ein. Da werden wir sicher auch über eure Meinungen gespannt und wir haben da auch Unterschriften gesammelt, das ist dann vom Kantonsrat als erheblich erklärt worden. Die Cannabis-Anlage an sich selber ist, sage ich mal, etwas als anders als herkömmliche Cannabis-Anlagen. Normalerweise kennt man Cannabis-Anlagen wie so Untergrund-Grows und etwas so, ja, mit etwas Illegalem behaftet. Wir haben es bewusst anders gemacht, weil unser Ziel ist das, sage ich mal, langfristig ins Medizinische zu gehen. Wir haben komplett sterile Räume, wir gehen nur mit Schutzanzügen da rein und das Ziel ist es, irgendwann mal in dieser Anlage medizinisches Cannabis anzubauen für Patienten. Wir machen gleich mal einen Rundgang. Ich würde sagen, wir machen etwas kleinere Gruppen, damit auch alle was sehen und alle ihre Fragen stellen währenddessen. Einmal gehen wir durch die Räumlichkeiten, wir erklären ein bisschen, wie die Infrastruktur aufgebaut ist. Dann gehen wir in die restliche Halle, damit wir die restliche Vision mal erzählen, was wir noch vorhaben. Wir zeigen euch unseren Technikraum und dann machen wir uns einen entspannten. Ich wünsche euch eine tolle Führung. Viel Spaß, nehmt viel mit und ja, das mache ich immer gerne, wenn ich keine Handschuhe anhabe. Ich greife so und so nicht an. Ihr könnt angreifen, was ihr wollt. Und ich wünsche euch viel Spaß. Und wir sind kameraüberwacht. Was hat jetzt da, was stellt da Swissmedic für einen Raumanforderung? Die Swissmedic stellt verschiedene Anforderungen. Es fängt bei der Sicherheit an. Okay, es hängt bei den Hygienesachen an. Was tut man in welcher Situation? Es fängt schon an, zum Beispiel, wenn Ware runterfällt. Und wenn Ware entsorgt werden muss, wie muss das transportiert werden? Das sind alles Sachen von A bis Z, die Fragen zum Beispiel, für jeden Fall muss man ein gewisses Protokoll haben, egal was passiert. Ob eine Schere runterfällt, egal ob eine Pflanze runterfällt, das spielt gar keine Rolle. Für jeden Fall muss ein Protokoll da sein und unser Ziel ist es, erstmal das zu erreichen. Wenn wir das okay haben, sind wir froh, sage ich mal, wenn wir in kleineren Mengen testweise produzieren. Und dann geht man gerne in den nächsten Schritt. Okay. Gehen wir weiter. Wir haben noch ein bisschen zu schauen. Es ist viel Wissenschaft. Man glaubt es nicht, aber es ist tatsächlich viel Wissenschaft. Ich bin selber kein Grower, aber wir haben einen Head Grower, den Benny, den werdet ihr auch gleich kennenlernen. Wenn ich einen Rundgang mit ihm durch dieses Haus mache, er guckt sich die Blätter an, er kann mir genau sagen, dass die Pflanze mit ihm redet. So zum Beispiel, wenn die zu grün ist, zu hell ist, zu dunkel ist, sagt die Pflanze ihm zu wenig Kalzium, zu wenig Magnesium, zu wenig bestimmte Stoffe. In Kombination mit Julius und den anderen Jungs, die auch jetzt alle hergezogen sind und die alle hier als Team agieren, ist es ein Feeling, dass es bei Startups
noch interessanter natürlich macht, weil das echt ist. Wir werden sehen, ob die Legalisierung kommt oder nicht kommt. Wir wollen trotzdem hier in das Medizinische rein. Deswegen, unsere Türen sind immer offen. Wenn ihr mal spontan kommt, Ideen habt oder einen Austausch haben wollt, wenn ihr sagt, ey, ihr könnt uns da und da unterstützen, würden uns sehr, sehr freuen. Ja, wir freuen uns, dass ihr heute hier seid. Ich freue mich, dass du hier bist und dir jetzt auch Zeit nimmst, dass wir miteinander talken. Wie kommt ihr auf uns? Ich habe es gesehen in der lokalen Zeitung und dann habe ich euch auf Social Media verfolgt und habe gedacht, wow, echt spannend, dass wir so ein Unternehmen hier in Zuchmühl haben. Und ich habe dann direkt bei uns in der Ortspartei gefragt, ja, wollen wir die mal anschauen gehen, weil wir gehen immer Firmen besuchen und dann, ja, war es sofort einstimmig bestimmt. Super, hat uns auch sehr gefreut. Also wir haben öfters Tag der offenen Tür. Wir machen immer Rundgänge mit verschiedenen Menschen aus allen Bereichen Europas. Hauptsächlich aus Deutschland ist der Andrang sehr hoch. Und diese Rundgänge sind immer sehr, sehr positiv, weil die Menschen halt so ein bisschen noch das Thema als bedeckt sehen und nach den Rundgängen halt ein bisschen offener sehen. Und das ist halt unsere Arbeit, diese Kommunikation und eins zu eins das Growing, die Pflanze, den Menschen noch mehr kennenlernen zu lassen. So. Und deswegen freut es uns, dass ihr euch auch Zeit genommen habt. Was sind eure Pläne? Was kannst du uns so sagen, was so in nächster Zeit so passieren wird mit dem Thema CBD, THC, überhaupt dieses ganze Medizinische? Seid ihr da komplett auf dem Laufenden, auch von der Politik her? Was gibt es da für Chancen? Ja, also ich setze mich persönlich für eine Cannabis-Legalisierung ein, eigentlich schon seit mehreren Jahren. Wir haben da auch Unterschriften gesammelt. In der Schweiz ist ja alles sehr direkt demokratisch und haben das eingereicht. Und dann in Solothurn wurde das gut geheißen. Das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen, also eine Mehrheit war dafür. Und jetzt wurde es nach Bern überreicht, wo dann national entschieden wird. Und wir verfolgen das. Wir sind gespannt, weil wir finden, das sollte eigentlich schon lange legal sein. Hammer. Also vorbildsmäßig, es sollte schon länger legalisiert sein. In Deutschland sind wir wirklich voll am Diskutieren, am Debattieren, warum, wie, was, wo. Also es hat so viele Vorteile, es zu legalisieren. Und es würde die Nachteile, die gerade Deutschland hat, noch mehr überdecken. Also die Entkriminalisierung und das Ganze, was da so auf den Straßen abgeht und so, würde dann komplett gedämmt sein. Also ich versuche mal mit meinen Worten ein bisschen zu reden und das so ein bisschen authentisch zu gestalten. Also ich sehe da nur Pluspunkte und deswegen denke ich, dass wir das irgendwie alles so ein bisschen beschleunigen müssen. Also gerade in Deutschland ist auch gerade der Drive drin, ja. Man ist jetzt offener und so, aber trotzdem dauert das noch ein bisschen zu lange. Und da habe ich ein bisschen so Angst davor, dass die das wieder so verschleppen. Aber die Schweizer sind so und so schon länger offener, was dieses Thema angeht. Viel offener. Ja, also bei uns sind die Prozesse schon auch ziemlich lang, aber ich sehe auch nur die Vorteile. Also erstens, man kann mehr Jugendschutz betreiben. Jetzt kriegst du überall einfach so Gras. Es ist schlecht produziert meistens, noch irgendwie gestreckt. Und du kannst natürlich das Geld auch dann einnehmen. Jetzt ist es auf dem Schwarzmarkt und dann kannst du es nutzen, zum Beispiel für Jugendprävention. Und also ich sehe da eigentlich wirklich nur Vorteile. Ja, siehst du nur Vorteile? Wir bleiben dran. Ein weiterer Tag neigt sich dem Ende bei GrowMotion. Heute war mal ein besonderer Tag, weil wir viele lokale Leute hatten aus der Kantone Solothurn, aus der Stadt Zuchwil. Viele Politiker waren vor Ort und für GrowMotion war das ein ganz, ganz besonderer Tag, hier Politiker zu empfangen und, sage ich mal, unsere Vision zu veranschaulichen, unsere Grow Rooms zu zeigen und sagen und erklären, was wir vorhaben und wohin die Reise hingeht. Es war sehr spannend und ich freue mich, sage ich mal, auf weitere solche Tage mit weiteren Politikern, weiteren Gästen bei uns bei GrowMotion. Ja.